Hallo und herzlich willkommen zum Taschenrechner Bonusmaterial. Ich habe eine Überraschung für dich vorbereitet. Wir schauen uns heute alte Taschenrechner an und du hast aber nichts zu tun. Wenn es dich interessiert, schau es dir an. Das Video gehört zum Mathematik macht Freude, Freunde, Lernzyklus. Ich bin die Katharina. Taschenrechner gibt es schon viel länger, als du denkst. Schon vor langer, langer Zeit haben sich die Menschen Gedanken gemacht, wie sie diese lästige Rechnerei von einer Maschine machen lassen können. Schau mal, 2500 vor unserer Zeitrechnung, also vor 4.500 Jahren, gab es bereits die ersten mechanischen Rechenhilfsmittel. Abakus und so weiter haben sie geheißen. Und dann hat es noch sehr lange gedauert, bis die Menschen begonnen haben, mechanische Rechner zu bauen. Der Tischrechner von Pascal aus dem Jahr 1642 war ein ziemlich riesiges, großes, schweres Drum. Aber immerhin, er konnte bereits rechnen und hat den Menschen das Rechnen ein bisschen erleichtert. Ab dem Jahr 1851 wurden Tischrechner dann in Serie gebaut. Das heißt, es wurden mehr davon hergestellt, damit wurden sie auch billiger. Und viel mehr Firmen konnten sich so einen Tischrechner auf den Tisch stellen. Tischrechner, noch nicht Taschenrechner. Diese Monster konnte sich niemand einstecken. Aber ab 1920 haben die Menschen angefangen zu überlegen, wie wäre es denn mit einem Rechner, den man auch einstecken kann, in die Tasche eben. Und da wurde begonnen, mechanische Taschenrechner herzustellen, also wirklich Handgröße. Ich habe dir zwei davon mitgebracht, die können wir uns jetzt anschauen. Der erste ist der Adiator, mit dem kann man nur addieren und subtrahieren. Ich zeige dir mal, wie das funktioniert. Schau, hier ist einer. Ich möchte 13 plus 89 berechnen. Und ich habe hier Ziffernkolonnen. Zwei sind für die Nachkommastellen. Also ich gebe meine 13 hier ein. 1, 3. Und wenn ich addieren möchte, addiere ich einfach da 89 und diese Farben, ob das rot oder weiß ist, sagen mir, was ich dann damit machen muss. Jetzt habe ich noch so ein Pfeilchen daher bekommen. Das heißt, ich muss da noch einen Übertrag machen. Das Ergebnis ist jetzt 102. Das hat ein bisschen lang gedauert, sagst du? Naja, damit hast du schon recht. Aber es geht auch eine kompliziertere Rechnung. Ich lösche mal die alte Rechnung. Und die neue Rechnung ist jetzt 148, 1, 4. 8,22 und da addiere ich jetzt hinzu 930 und ich kann vorne anfangen einzugeben 930,84,84 und ich kann hier das Zwischenergebnis ablesen, wenn ich möchte 1079,06 und wenn ich jetzt subtrahieren möchte, muss ich den Addiator umdrehen. abgezogen. Und hier ist das Ergebnis, 691,94. Wenn ich jetzt ein bisschen schneller gewesen wäre mit meinem Stift und meinen Zahlen, hättest du gesehen, dass das ganz schön. Mit dem Addiator sind wir hier schon am Ende. Ich kann addieren und ich kann subtrahieren. Sechs Stellen vor dem Komma und zwei Stellen nach dem Komma. Mehr geht nicht. Hier habe ich einen anderen Taschenrechner, auch Handgröße, wie du siehst, und sehr ausgefeilt. Kurt Herzstark hat den erfunden, deshalb heißt das Ding auch Kurta. Der war im Zweiten Weltkrieg gefangen, eingesperrt und hat die ganze Zeit sich gedacht, wenn ich wieder freikomme, dann baue ich einen Taschenrechner und hat nur überlegt, wie er ihn bauen könnte, sodass er wirklich einen Taschenrechner macht, der ganz, ganz viel kann. Und er ist tatsächlich freigekommen, hat die Kurta gebaut, sehr, sehr oft verkauft. Einer davon gehört mir. Und ich zeige dir, wie man damit rechnen kann. Wenn ich hier 13 einstelle und hinzufüge, dann habe ich da oben jetzt 13 stehen. Und wenn ich jetzt da 89 hinzufüge, stelle ich hier 89 ein, füge das wieder hinzu. Und ich bin schon fertig mit meiner Addition. Schau, hier kommt die 102 heraus. Da war ich schon ein bisschen schneller als mit dem Addiator. Und ich bin noch nicht mal richtig geschickt. Die Menschen, die diesen Taschenrechner oft verwendet haben, die konnten das alles mit einer Hand ganz, ganz toll. Ich muss noch üben. So, ich lösche mal diese Rechnung wieder. Und jetzt probiere ich nochmal die nächste Rechnung, die wir zuerst gemacht haben. 148,22 1 4
Acht. Jetzt kommt die Addition. 930,84 dazu. 9, 3, 0,84. So. Addieren. Hier kann ich wieder das Zwischenergebnis ablesen. 1079,06. Und jetzt ziehe ich wieder die 387,12 ab. Muss ich wieder einstellen. 387,12. Und zum Abziehen, zum Subtrahieren, muss ich hier nur ein bisschen anheben und wieder eine Runde drehen. Und da ist schon das Ergebnis. 691,94. Fertig. Ich lösche wieder. Und lass die Kurta jetzt multiplizieren. 1287 mal 4 möchte ich rechnen. 1287,00 mal 4. Und eine so einfache Multiplikation geht hier zum Beispiel ganz schön. Mal 1, mal 2, mal 3, mal 4. Schon bin ich fertig und kann das Ergebnis ablesen. Die Kurta kann noch viel mehr, aber ich möchte dich nicht zu lange aufhalten. Ich wollte dir nur zeigen, was es für Taschenrechner früher gegeben hat und dass die eigentlich auch schon ganz schön cool gewesen sind. Und damit ist dieses Video auch schon aus. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht.